Hey Leute, einer der bekanntesten Boxer unseres Landes ist tot. Graziano Rocchigiani, auch Rocky genannt, wurde am 1. Oktober in Italien als Fußgänger von einem Auto erfasst. Er hatte eine Freundin in Italien, mit der er zwei Kinder hatte, für die er regelmäßig von Deutschland nach Italien gependelt ist. Er wurde nur 54 Jahre alt. Ja Leute, mir ist klar, viele Zuschauer kennen vielleicht Rocky gar nicht. Ich selbst war erst 4 Jahre, als er 1995 den berühmten Kampf gegen Maske gekämpft hat. Doch Rocchigiani war eine Legende im deutschen Boxsport und mehrfacher Weltmeister. Er war auch als Person eine so starke und treibende Kraft. Er hat nie lange um den heißen Brei geredet, sondern da wird gesagt, was los ist. Das sind alles nur noch, wie soll ich das sagen, gierige, charakterlose, kreuzlose Menschen. Deswegen war er auch oft ein Skandalboxer. Er hatte einfach Ecken und Kanten und war einfach eine richtige Person, ein richtiger Boxer. Wenn ich dann noch einmal rum bin, dann können die ganzen Schleimisi, können sie alle verpissen. Und dann wird man beschissen, weil so ein scheiß Manager, ja, der den Hals nicht voll kriegt, ja, und so ein scheiß Fernsehsender, der den Hals nicht voll kriegt, ja, wird man beschissen und um seinen Lohn gebracht. So einfach ist es. Von seinen 48 Profikämpfen hatte er 41 gewonnen. Sein Leben war eine Achterbahnfahrt. Da ging es auf und ab, aber was Rocky ausgezeichnet hat, das war immer wieder das, dass er aufgestanden ist. Er war ein richtiger Kämpfer. Na gut, das Leben ist nun mal so. Es gibt nicht nur schöne Seiten, es gibt auch die schlechten Seiten und die muss man dann eben versuchen zu bekämpfen, so gut wie es geht. Und ja, das versuche ich zu machen. Ja Leute, legendär waren zum Beispiel seine WM-Kämpfe 1995 gegen Maske. Es war die größte Zeit des deutschen Boxsports. Er hat sich dazu selbst geäußert, es geht um den Kampf Ost gegen West. Der Wessi haut dem Ossi auf die Schnauze, der Ossi haut dem Wessi auf die Schnauze. Neben dem Ring und hat ihren Rocky angefeuert, der dort weitermacht, wo er in der letzten Runde aufgehört hat. Dieser Kampf wird auch oft der deutsche Thriller in Manila genannt. Als Muhammad Ali damals gegen Joe Frazier in Manila gekämpft hat. Dieser Kampf trat damals als heldenhaftester, dramatischster, brutalste und manche sagen sogar mörderischster Kampf der Boxgeschichte ein. Und der Kampf Maske gegen Rocchigiani war eben das Pendant dazu. Und wieder ist Maske beeindruckt. Und Herr Fenn, nein. Den ersten Kampf hat Rocchigiani umstritten verloren, doch den Rückkampf hat er dann eindeutig gewonnen. Maske damals zu dem Kampf gegen Rocchigiani: Wir haben alles gegeben, geben müssen, als es um den Sieg im Ring ging. Wir haben beide alle Kräfte mobilisiert und sind über unsere Grenzen hinausgegangen. Das schürt Respekt und Hochachtung für den anderen. Graziano hat nichts unversucht gelassen. Wir haben miteinander ganz besonders intensive Momente durchlebt. Maske hat sich natürlich auch dann zu Rocchigianis Tod geäußert. Und er hat gesagt, ich habe weiche Knie bekommen. Das war doch viel zu früh. Schon vor unseren persönlichen Begegnungen im Ring war ich mir immer sicher, dass Graziano zu den fairen, geradlinigen Sportlern zuzuordnen ist. Unsere beiden Gefechte haben es mehr als bestätigt. Er hätte nie unter die Gürtellinie geschlagen, im wörtlichen und im bildlichen Sinne, um einen Vorteil zu erlangen. Aber gekämpft, das hat er und das bis zur letzten Sekunde. Wie gesagt, Rocchigiano hatte Höhen und Tiefen. In der Vergangenheit habe ich mich oft wie auf einer Achterbahn gefühlt. Für kurze Zeit ganz oben, als strahlender Sieger und dann plötzlich wieder ganz unten am Boden zerstört. Die Kraft ist irgendwann mal zu Ende, wenn du immer nur kämpfen musst und immer wieder anrennst gegen Windmühlen. Und ja, und irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr zu kämpfen. Und wenn du da zwei, drei Leute hast, die dir nicht auf die Schulter klopfen, aber die dir sagen, steh auf. Und wir helfen dir, ja, das motiviert und ja, das freut einen auch und das ist auch das Einzige, was zählt im Prinzip. Wir wünschen den Angehörigen von Graziano Rocky Rocchigiani viel Kraft. Nur die Besten sterben jung. Leute, ich bin raus. Ciao. Man macht das ja auch ein bisschen für die Geschichtsbücher und da fehlen mir nun mal jetzt drei Gürtel, die ich normalerweise mehr hätte. Immer gegen Jubek, immer gegen Maske und immer gegen Michalschewski und damit wäre ich einer der erfolgreichsten Boxer.